Ja, nächstes Türchen, 3. Dezember. Und diesmal haben wir etwas ganz Besonderes zu verlosen, denn das, was ich hier habe, kann man nicht kaufen. Man kann es nur geschenkt bekommen oder aber gewinnen. Sie wissen, wir haben unsere Landesvertretung in der Bundeshauptstadt in Berlin. Und dort ist die Ministerin als zuständige Bundesratsministerin natürlich sehr aktiv. Und seit 2007 gibt es dort auch einen Weinberg, denn wir als Hessen verstehen uns natürlich als weinproduzierendes Volk und wir sind sehr stolz auf den Rheingau und auf die hessische Bergstraße. Aber dieser Wein, der ist in Berlin gewachsen und wird von einem Winzer aus dem Rheingau betreut und auch gekeltert aus Geisenheim. Und von diesem Wein, das ist der Jahrgang 2019, ein Rotling. Und von diesem Wein gibt es nur 50 bis 60 Flaschen und damit etwas ganz Besonderes. Und zwei davon verlosen wir heute an unsere Gewinner. Gib zu, ich bin selber neidisch drauf, weil ich habe so eine Flasche noch nie gehabt. So, jetzt gucken wir mal rein, tief unten reingreifen. Jetzt schauen wir mal. Dieser Preis geht an den Verein zur Pflege internationaler Beziehungen, der Partnerschaftsverein Neukirchen. Der erste Vorsitzende ist Herr Lotz. Herzliche Grüße nach Neukirchen. Diese zwei Flaschen gehen an Sie und an Ihre Gruppe. Und es ist wirklich etwas ganz Besonderes.